So, und jetzt kommen wir mal zu den sogenannten Dominant-Sept-Akkorden. Oh, was ist das denn? Das erkläre ich jetzt auch gar nicht, aber ihr habt es schon mal häufiger gesehen oder auch schon gespielt. Zum Beispiel H7 habt ihr schon gespielt. Diese Du-Akkorde mit einer sogenannten kleinen Septime, da will ich euch ein paar von zeigen, weil wir die auch häufiger mal brauchen. Ne? Zum Beispiel hier von C zu C7 und dann geht es dann zu F und so weiter. Also, C-Dur. Das haben wir schon geübt. C-Dur. Und wenn ich den kann, dann nehme ich, wenn ich den C7-Akkord spielen will, den kleinen Finger dazu. Dann habe ich hier das B. Oder international würde man sagen B-Flat. C7-Akkorde. Ich erkläre nochmal. Zeigefinger H-Seite erster Bund, zweiter Finger D-Seite zweiter Bund, dritter Finger A-Seite dritter Bund und der kleine Finger, den haben wir bisher noch nicht eingesetzt. Der arme kleine, der Pinky, der muss jetzt mal ordentlich arbeiten und da muss er echt trainieren. Da muss er erstmal Muskeltraining machen. Vielleicht ein Liegestütz, keine Ahnung, aber der muss wirklich, bis er das kann, ein bisschen üben. Und zwar, der kommt wie gesagt auf die G-Seite, dann in den dritten Bund. Dann hast du die Töne C, E, B, C. C7.